Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Oliver, aber das wisst ihr ja, wenn ihr diesem Kanal folgt. Hinter der Kamera ist der Jonathan wieder dabei und wir beide sind unterwegs an der Ostsee. Zwischen Timmendorfer Strand und Neustadt fahren wir den neuen Audi Q4 e-tron und wir haben einen ganz tollen Testwagen mit Quattro, mit großem Akku, in einer tollen Farbkombination, müsst ihr unbedingt sehen. Also dranbleiben, ich gehe jetzt zum Auto und dann geht's los mit diesem Video. Ja, da sind wir mit dem Audi Q4 e-tron hier im Yachthafen von Neustadt und ich habe die Gelegenheit, euch das Auto jetzt einmal richtig im Fahrbetrieb vorzustellen. Das Video von der Erstvorstellung der Weltpremiere aus München, das habt ihr sicherlich gesehen. Jetzt mal live in echt sozusagen zum Anfassen und mitfahren in diesem Video. Das ist schon ein Unterschied. Fangen wir mal vorne an. Ich habe es ja bei der Weltpremiere schon mal gemacht, aber dieses Auto ist etwas anders als das Auto, was ich euch in dem anderen Video vorgestellt habe, denn das hier, das ist die First Edition. Das ist eine Sonderserie, die, wie der Name schon sagt, für die Erstbesteller aufgelegt ist. Das Fahrzeug hat eine besondere Farbe, Typhoon Grau. Diese Farbe ist für die First Edition reserviert. Es gibt noch einen Blauton, der speziell für diese Serie gemacht ist. Das ist Typhoon Grau. Und was man hier ganz gut erkennen kann, ist der Kühlergrill. Das hat Audi ja umgedreht. Inverted Grill nennen sie das, also hier außenrum dunkel, innen hell. Sonst ist immer der Inhalt des Grills dunkel und hier außenrum ist es chrom. Bei den Elektrofahrzeugen ist das dann umgekehrt. Das verleiht dem Ganzen eine gewisse Optik. Auch das Audi-Logo ist so ein bisschen neu gemacht und der Grill ist natürlich geschlossen. Das ist alles zu. Was neu ist an dem Q4 sind die Scheinwerfer. Das ist ein LED-Licht und ihr habt die Möglichkeit, dieses LED-Tagfahrlicht selber auszusuchen. Es gibt da vier verschiedene Varianten. Das ist jetzt die Variante, wo diese kleinen Kästchen hier gegenüberstehen mit dem Strich. Und diese kleinen Kästchen, da kann man verschiedene Kombinationen wählen. Das stellt man im Auto ein, im Menü. Es gibt so eine persönliche Note. Ist für nichts gut, aber es ist echt der Spielkram. Ja, und von der Seite zeigt sich dann die First Edition, nämlich mit diesen super tollen Felgen. Das nennt sich W-Speiche von Audi in Bronze Matt Metallic. Das ist auch dieser First Edition vorbehalten. Jetzt muss ich mal gucken. Das Fahrzeug hat eine Mischbereifung 21 Zoll, 235er vorne und ich glaube 255er waren es hinten. Also auch interessant, eine Mischbereifung für ein Elektroauto, also zwei unterschiedliche Reifengrößen vorn und hinten. Das Fahrzeug fährt sich sehr, sehr, ja, ich sag mal knackig, aber nicht unangenehm hart. Und wir haben dann die S-Line, das heißt also hier durch dieses Badge angedeutet, haben wir eine Ausstattungslinie, die sehr, sehr sportlich daherkommt. Und wie immer bei Audi Elektroautos ist hier der Unterboden farblich abgesetzt und betont. Das soll zeigen, da unten steckt der Akku. Noch ein paar Specs, da muss ich kurz auf den Zettel gucken, damit ich hier nichts Verkehrtes sage, bei so vielen Daten, die ich heute schon gehört habe. Unser Testfahrzeug ist der Q450 e-tron Quattro, also das Fahrzeug mit dem Allradantrieb. Ihr habt zwei Elektromotoren, einen auf der Hinterachse, einen auf der Vorderachse. Das Fahrzeug ist grundsätzlich als Hecktriebler ausgelegt. Das heißt, im normalen Fahrbetrieb habt ihr einen Hinterradantrieb. Und vorne der Motor ist ein Asynchronmotor, das heißt einer, der sich komplett stromlos machen kann. Der läuft dann einfach nur mit, zum Beispiel auf der Autobahn. Wenn ihr den Tempomaten anhabt, dann habt ihr einen Heckantriebler. Und wenn ihr dann aufs Gas drückt beim Überholen, dann kommt der vordere Motor mit dazu. Oder in Fahrsituationen, wo das angebracht ist, beim Beschleunigen, wie auch immer, greift der vorne mit ein und dann habt ihr den Allradantrieb. Das Fahrzeug hat 220 Kilowatt Leistung, das sind 299 PS, beschleunigt in 6,2 Sekunden von 0 auf 100
und bei 180 Stundenkilometer ist Schluss. Das haben wir vorhin auf der Autobahn schon ausprobiert. Geht sehr sanft, man merkt, der Wagen könnte mehr, aber da hat man dann den Riegel reingeschoben bei 180 Stundenkilometer. Reicht eigentlich auch, finde ich, oder? Also sehr, sehr sportlich kommt er daher mit Privacy-Verglasung, die ist auch in dieser First Edition mit drin, dass hinten die Scheiben so ein bisschen abgedunkelt sind und die Farbe, also Typhoon Grau mit diesen schwarzen Akzenten, diesen bronzefarbenen Felgen. Ich finde das wunderhübsch. Hier stehen mehrere Q4s und ihr seht auch in den Videos der Kollegen, die ihr in diesen Tagen auf YouTube auch sehen werdet, die unterschiedlichen Farbkombinationen. Aber ich finde die ehrlich gesagt am hübschesten. Aber es ist eine Geschmacksfrage. Welche findet ihr hübsch? Könnt ihr mal schreiben unter dem Video. Ja, dann kommen wir zum Heck. In dem Video, was ich euch aus München gezeigt hatte, habe ich euch den Sportsback gezeigt, also das Fahrzeug mit dem schrägen Coupé-ähnlichen Heck. Der Sportsback ist etwas windschnittiger, hat auch sogar etwas mehr Kofferraum, was man gar nicht so für möglich halten würde, weil er hier hinten einen Tick länger ist, damit das mit dem Heck hinkommt. Das hier ist die Tüdelchen normale Variante, die SUV-Variante. Und auch hier passend zu dieser Edition schwarze Audi-Embleme mit dem schwarzen Q4 und dem 50 e-tron Quattro-Symbol, auch schwarz. Also super schick und natürlich hier das durchgehende Lichtband. Das ist ja bei Audi heute so üblich und bei einigen anderen Herstellern auch. Wunderschöner Heckabschluss. Welchen man dann nimmt, ob man diese Heckform nimmt oder den Sportsback, das ist, oder Sportback ohne S, das ist natürlich dann Geschmacksfrage. Das überlasse ich euch. Ihr habt die Wahl zwischen diesen beiden Varianten. Schauen wir uns den Innenraum an. Und hier im Innenraum empfängt uns auch das besondere Ambiente der Special Edition. Ein Interieur in stahlgrauem Leder mit seigerbeigen Kontrastnähten. Das gibt es nur bei der First Edition. Alles andere ist schwarz. Und man kann sich noch diese Verkleidung hier aussuchen. Die ist hier Silber-Alu. Wunderhübsch von der Kombination. Den Innenraum hatte ich euch schon gezeigt. Was mich damals in München schon beeindruckt hat, war diese leicht freischwebende Bedienpult hier mit dem Fahrregler. Da kommt einem so richtig entgegen. Was ich auch toll finde, ist eine Tastatur für die Klimaanlage. Das ist das neue Navi-Display 11 Zoll. Das gibt es erst ab Herbst. Dieses Testfahrzeug hat das schon. Ich kann euch sagen, gestochen scharf, super groß, wirklich beeindruckend tolles Bild. Und ich habe hier vorne auch noch ein Display im Cockpit, das ich umschalten kann. Hier kann ich den Verbrauch ablesen. Hier kann ich mir auch eine Navigation anzeigen lassen und kann das entsprechend auch noch konfigurieren, was ich hier haben möchte. Groß, klein, das kennt ihr von anderen Audi-Modellen. Also insgesamt muss ich sagen, ich sitze gut und in diesen Sportsitzen, diesen S-Line-Sportsitzen, das ist super schick. Was neu ist, ist das Lenkrad oben unten abgeflacht mit den Tasten, die man sowohl drücken kann, wie auch mit dem Finger rüberwischen kann. Das habe ich euch in dem letzten Video auch schon gezeigt. Und jetzt hier bei der Fahrt. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man lenkt, dass man da nicht versehentlich drüber wischt, aber ansonsten habe ich mich jetzt in der kurzen Zeit schon sehr, sehr gut an das Auto gewöhnt. Schauen wir uns noch den Kofferraum an. Und hier hinten zahlt sich aus, dass das Auto auf einer speziellen Elektroauto-Plattform steht, nämlich auf dem modularen Elektrobaukasten und einen entsprechenden Radstand hat und entsprechende Platzverhältnisse hat. Ein Q4 hat quasi den Kofferraum des nächstgrößeren Autos Q5. Die Zahlen blende ich euch ein. Hier ist genug Platz. Jonathan und ich haben beide unser Equipment mit heute. Kamera, Drohne, Stativ und so weiter. Das ging hier problemlos rein. Also hier könnt ihr euch richtig austoben. Eine Durchlademöglichkeit gibt es in der Mitte. Ihr könnt die Rückbank umklappen. Und hier unten drunter ist noch ein Fach für ein Ladekabel. Da kann man den Boden noch versetzen nach unten. Dann hast du richtig Platz. Zwei kleine Seitentaschen. Also hier ist richtig erstaunlich viel Platz drin. Und wie gesagt, Audi Q4. Kofferraum vom Q5, vom nächstgrößeren Modell. Und auf der Rückbank würde ich sagen, Platzverhältnisse wie im Q7. Die schauen wir uns jetzt auch noch an. Tja, und dann schaut euch das mal an hier hinten. Das ist also so, dass ein Q4 einen Kofferraum vom Q5 hat und hier hinten Platz wie ein Q7. Der Fahrersitz hier vorne ist auf mich eingestellt. Ich bin rund 1,80 groß, Jonathan auch. Also wir sind da beide mitgefahren. Das ist die normale Einstellung für einen 1,80 großen Fahrer. Und wenn ich hier hinten sitze, kommen meine Knie nicht mal ansatzweise da in die Nähe. Ich habe Platz, also zu 4 sowieso, zu 5 kannst du auch fahren. Ich habe auch nach oben Platz. Klar, im Sportback ist das nachher ein bisschen knapper, aber das ist alles wunderbar. Ich sitze gut
und habe auch vernünftige Taschen hier. Ich habe dieses Flaschenfach, was ich auch vorne habe. Habe eine Tasche für Zeitungen, einen USB-Anschluss, kann mir die Klimatisierung hier selber machen. Das ist bei diesem Fahrzeug mit drin und sitze wunderbar. Und das ist der Vorteil dieser Elektroplattform. Dadurch, dass das nicht mehr für einen Verbrenner geplant ist, habe ich einen anderen Radstand. Ich habe völlig andere Platzverhältnisse in dem Auto und das kommt mir hier drin zugute. Außen kompakt, innen riesig, das kann man hier wirklich deutlich spüren. Unter Verbrennerfahrern fragt man immer, hey, was hast du unter der Haube? Und das ist etwas, was wir auch noch klären müssen. Was ist hier drunter? Dafür gehe ich mal hier ums Eck. Wie in jedem Auto kann man hier die Haube entriegeln. Und dann öffnen wir die mal und ihr werdet sehen. So, ja, das hat der Audi Q4 e-tron unter der Haube. Obwohl es ein Chassis ist für batterieelektrische Autos, völlig neu konstruiert, haben wir hier diese Technikansammlung. Andere Fahrzeuge wie ein Ford Mustang Mach-E bieten hier zum Beispiel einen Kofferraum an, einen sogenannten Frunk, einen Frontkofferraum. Das ist bei der modularen Elektroplattform oder beim modularen Elektrobaukasten aus dem VAG-Konzern leider nicht der Fall. Hier ist jede Menge Technik versteckt, hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Zum Beispiel ist hier vor dem Kühler ein Rollo, diese Rollo-Welle könnt ihr hier sehen. Dieses Rollo fährt hoch und runter, je nachdem wie der Zustand des Kühlsystems ist. Es kann sich in mehreren, ja ich sag mal, Stufen öffnen, sodass die Kühlluft genommen wird, um dann entsprechend den Kühlkreislauf hier zu befeuern, hätte ich fast gesagt, oder zu kühlen. Und dieses Rollo alleine bringt in der WLTP-Reichweite rund 6 Kilometer. Also dieses Kühlsystem, was ich da anpassen kann. Denn wenn es runterfährt, dann ist der Wagen windschlüpfiger sozusagen. Es gibt hier vorne weniger Einwirkungen durch den Fahrtwind und das bringt wieder Reichweite. Also ihr seht, hier wird mit allen Tricks gekämpft. Aber schade finde ich, auch wenn sie sonst an den modularen Elektrobaukasten wirklich alles richtig gemacht haben, die Platzverhältnisse im Auto sind super. Der Heckantrieb macht Freude beim Fahren. Das Auto hat einen knackigen Wendekreis von 10,20 Meter. Den kannst du hier echt auf dem Parkplatz auf dem Teller drehen. Übrigens einen kleineren Wendekreis als beim Audi A1, der viel kleiner ist. Insofern, der fährt sich gut, alles richtig. Das hier vorne, da hätte ich mir vielleicht etwas mehr gewünscht, dass wir hier vorne auch noch einen Frontkofferraum haben, zumindest für ein Ladekabel oder für Ähnliches. Bleibt dann noch die Frage zu klären, wie der Audi Q4 e-tron fährt. Und wir haben dieses Fahrzeug jetzt heute fast den ganzen Tag gefahren. Wir haben es auf der Autobahn gefahren, Landstraße, hier so ein bisschen an der Küste lang. Das ist ja fast wie Stadtbetrieb, weil du da eigentlich fast nur im Stau steckst. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir der Wagen unheimlich gut. Was mir gut gefällt, ist die Abstimmung des Fahrwerks. Das Auto fühlt sich sportlich straff an, ohne mich aber zu nerven. Wir sind in Lübeck einige Straßen so auf schlechtem Fahrbahn und auf Kopfsteinpflaster gefahren. Das geht alles wunderbar. Also du merkst schon, dass das ein recht sportliches Fahrzeug ist. Aber die Federung ist überhaupt nicht ruppig und sie ist auch überhaupt nicht unkomfortabel. Die Leistung, das Auto hat fast 300 PS, merkt man schon. Aber es fehlt so ein bisschen dieser Punch, dass es dir den Kopf an die Nackenstütze knallt. Das muss ja auch nicht sein. Das Auto ist schnell genug. Kurz über 6 Sekunden von 0 auf 100 sind schon eine Ansage. Da hast du an der Ampel nicht so viele gleichwertige Gegner sozusagen, die da mithalten können. Aber ich sag mal, es ist kein Sportwagen. Also 300 PS hört sich so brachial an. Geht auch gut zur Sache, aber wie gesagt, so der allerletzte Punch, der allerletzte Knack, der fehlt mir. Wenn man natürlich aus dem Tesla kommt, der 500 PS hat, das ist okay, kann man nicht miteinander vergleichen. Das Fahrzeug hat grundsätzlich Heckantrieb oder ist heckantriebslastig ausgelegt. Das heißt, jetzt auf der Autobahn habe ich einen Hecktriebler. Wenn ich Gas gebe, dann kommt der vordere Motor dazu. Das bringt einem ein bisschen Sicherheit. An und für sich reicht wahrscheinlich auch die Variante mit dem reinen Heckantrieb und dem großen Akku. Die hat auch etwas mehr Reichweite. Dieses Auto hat eine Reichweitenangabe von 488 Kilometer und eine Verbrauchsangabe von 18 bis 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.
Unser Verbrauch hier im Test lag im Durchschnitt bei rund 24 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ist natürlich klar, wir machen manche Fahrten doppelt. Wir fahren, wenn wir solche Aufnahmen machen, nicht ganz so, wie man im Alltag fahren würde. Aber ich habe den Wagen hier einmal kurz durchgescrollt, den Langzeitspeicher, und der steht auch auf 24 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt natürlich, dass die Reichweitenangabe von 488 Kilometern WLTP auch ein bisschen eine Wunschvorstellung ist. Tatsächlich kommst du mit diesem Auto 300 irgendwas Kilometer weit. Das war auch die Anzeige, die ich hier vorne hatte, als wir den Wagen übernommen haben. Jetzt habe ich noch 70% im Akku und eine Reichweitenanzeige von 265 Restkilometern. Hier oben ist jetzt ein bisschen Tempolimit. 120 dürfen wir hier fahren. Das ist eine sehr interessante, sehr gute Reisegeschwindigkeit. Der Wagen fährt ja 180, auch kein Problem. Ich würde sagen, wenn Tempolimit frei ist, 140 bis 150 ist so eine gute Reisegeschwindigkeit, bei der auch der Verbrauch noch in Ordnung ist. Ergonomie passt. Ihr wisst, dass ich auf eine gute Sitzposition stehe. Ergonomisch passt das alles super. Die Tasten sind da, wo ich sie erwarten würde. Das Lenkrad mit den neuen berührungsempfindlichen Tasten in der Praxis. Für mich erstmal gewöhnungsbedürftig, weil man die Taste ja sowohl drücken kann, wie auch mit dem Finger rüberwischen kann. Und es mir schon ein paar Mal passiert ist, dass ich beim Lenken irgendwo gegengekommen bin. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ansonsten passt alles. Das Display ist dem Fahrer so ein bisschen zugedreht, genau wie die Klimatasten hier unten. Also ergonomisch haben die echt einen guten Job gemacht. Was mir jetzt so beim Fahren aufgefallen ist vom Anblick her, sind die Lüftungsdüsen, die doch sehr groß und mächtig sind. Und wenn ich jetzt so rüber gucke, da gucke ich in so Lüftungsgrills hinein. Bei mir sind zwei, bei Jonathan drüben. Es sieht fast aus wie so ein Käfiggitter. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber ansonsten ist das eigentlich super geschmackvoll gemacht und super, super praktikabel. Augmented Reality, noch ein Wort dazu. Das kann man jetzt relativ schlecht filmen, insofern beschreibe ich euch das mal. Das Fahrzeug spiegelt mir, ich sag mal vielleicht 10, 20 Meter vor mir, eine Fahrtanweisung ein, rechts, links, geradeaus. Es zeigt mir, ob ich noch in der Spur bin. Das funktioniert alles ganz gut, ist aber noch ausbaufähig. Jonathan und ich haben beide festgestellt, wir sind das Auto beide gefahren, dass das zum Beispiel im Kreisverkehr noch nicht funktioniert. Das heißt, ich fahre auf den Kreisverkehr zu, dann kriege ich eine Skizze eingeblendet, welche Ausfahrt ich im Kreisverkehr zu nehmen habe. Aber wenn ich dann im Kreisel bin, kriege ich keine Information. Da so ein Finger zeigt, da hinten ist deine Ausfahrt. Also Kreisverkehr funktioniert bei Augmented Reality mit dem Betriebsstand, so wie wir das hier heute erfahren haben, anscheinend noch nicht. Kann auch sein, dass wir das übersehen haben, aber bei uns hat das bis jetzt noch nicht geklappt. Wir fahren noch mal zu einer Ladesäule und probieren noch mal zu laden. Dann erzähle ich euch was zu den Akku- und Ladewerten dieses Autos. So richtig die Ladekurve können wir euch nicht zeigen, weil es an einem Nachmittag unmöglich ist, ein Auto, das 400 Kilometer Reichweite hat, mal eben schnell leer zu fahren. Macht auch keinen Sinn bei dem vollen Straßenverkehr hier. Wir haben schöne Aufnahmen für euch produziert, wie ihr gesehen habt. Und wir fahren jetzt noch mal kurz an die Ladesäule und da sehen wir uns wieder. Zum Aufladen des Q4 e-tron musst du hinten rechts ran. Etwas ungewöhnlich, wenn man die letzten Audi-Modelle sieht. Der Audi e-tron, der große, und der GT laden ja beide in den vorderen Kotflügeln. Rechts und links haben sie die Ladebuchsen. Jetzt ist die Ladebuchse hier hinten rechts. Die Ladeleistung können wir euch so in dieser Form nicht zeigen. Das liegt daran, weil die Ladestation hier hinter mir nur 50 Kilowatt Ladeleistung kann. Das Auto kann 125 in der Spitze. Denn wir haben den großen Akku und dann gibt es die 125 Kilowatt Ladeleistung. Der kleine Akku hat 100 Kilowatt Ladeleistung. Diese Säule im Moment steht sie ziemlich genau bei 50. Wie gesagt, da ist von der Säule her Ende. Der Akku hat über 60% State of Charge. Und so wie die hier hochgelaufen ist auf die 50, wären hier locker viel mehr Ladeleistung drin. Das heißt, die Ladekurve, glaube ich, ist eine ganz gute. Das können wir euch aber in Ruhe zeigen, wenn wir dieses Auto mal für ein paar Tage in Hamburg in Ruhe haben. Das sollte möglich sein, habe ich heute besprochen, dass wir dieses Auto mal in Hamburg ausführlich im Alltag testen. Wir laden hier noch einen kleinen Augenblick und dann fahren wir zurück nach Neustadt, wo es kurz zum Fazit zu diesem Auto geht. Ja, das war unser
Review zum Audi Q4 e-tron. Die erste Fahrt mit diesem Fahrzeug. Es gibt unheimlich viel über das Auto zu erzählen. Das kann man an so einem Nachmittag eigentlich nicht alles ausprobieren. Insbesondere die Reichweite, die ja mit 488 Kilometern angegeben ist, laut der Anzeige im Bordcomputer über 300 Kilometer in der Praxis beträgt. Ehrlich gesagt, das konnten wir heute in den paar Stunden am Nachmittag alles gar nicht leer fahren. Insofern haben wir uns auch den Ladestopp heute gespart. Das ist sicherlich ein Auto, da lohnt ein zweiter Blick, dass man so ein Fahrzeug als Testwagen mal für ein paar Tage im Alltag bewegt und dann auch so mal zeigt, wie das denn im Alltag alles benutzbar ist, was wir hier nur so kurz angerissen haben. Was mir an dem Q4 sehr, sehr gut gefallen hat, ist, was Audi aus dieser Plattform gemacht hat. Das Auto steht ja auf dem modularen Elektrobaukasten und da steht natürlich auch der Volkswagen ID.4 drauf, da steht auch der Skoda Enyaq drauf. Aber der Audi, das ist ein ganz eigenes Auto. Der Look and Feel, wie sich das anfasst, wie sich das bedient, die Menüs, die Bedienführung, wie schnell das alles reagiert. Auch Augmented Reality ist ein anderes System, als das beim Volkswagen realisiert wird. Und mir hat das Audi-System wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie hat euch das Video gefallen? Schreibt mir doch eure Kommentare zu diesem Video und natürlich zum Audi Q4 hier drunter. Ich freue mich über ein Like für dieses Video. Daumen hoch. Wenn ihr dieses Video unterstützen möchtet, würde ich mich da sehr freuen. Der Jonathan hinter der Kamera auch, denn sowas macht immer viel Arbeit. Und der Daumen hoch ist euer Applaus, eure Resonanz auf das, was wir hier tun. Ich bin Oliver vom Kanal 163 Grad. Bleibt dran, abonniert diesen Kanal, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video.